Ja, vielen Dank fürs Einschalten und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch heute bei der Siemens EQ7, wie ihr die verstopften Kaffeeausläufe hier unten reinigen könnt. Und zwar ist es immer dann sinnvoll, sobald die verstopft sind oder der Kaffee nur noch einseitig rausläuft, dann sollte man den Kaffeeauslauf entweder wechseln oder einfacher reinigen. Jetzt gibt es eine Lösung für dieses Problem. Es gibt sogenannte Reinigungsbürsten, speziell für diese Kaffeeausläufe, die sind aus Edelstahl und der Draht ist etwas stabiler, sodass, wenn man dort reingeht mit der Bürste, die Reinigung wesentlich einfacher von sich geht. Okay, wo bekommt ihr diese Bürsten? Diese Bürsten gibt es im Dreier-Set. Unter dem Video ist ein Link. Klickt auf den Link und besorgt euch die Bürsten, damit ihr euren Kaffeeauslauf reinigen könnt. Jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Der Kaffeeauslauf hat 4 Löcher und ein in der Mitte. Und ihr könnt einfach mit dieser Bürste ganz vorsichtig in die Löcher rein, die jeweils 4, und könnt die Verstopfung damit lösen. Also ihr seht, die Bürste geht auch relativ weit rein. Ja, und das war's auch schon. Dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Der Kaffee sollte wieder zweiseitig rauslaufen und alles ist gut. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen hoch. Vielen Dank fürs Einschalten.